Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part mit Mass Effect Andromeda. So, jetzt wollen wir das Ganze doch mal ein bisschen hier Geschichte angehen. Natürlich erstmal hier Beobachter entfernen. So, dann hätten wir das geschafft. Dann scannen wir mal. Was genau habe ich jetzt gescannt? Den Pilz? Ach, das hier. Zum Teufel ist das denn? Okay. Hopfen, dieser Pilz kann zu einem Getränk gemacht werden. Okay. Und da geht's zum Monolithen. Da ist. Na gut, dafür haben wir Ressourcen noch gefunden. Ach, und das ist ein Behälter. Ich dachte, das wäre ein normales Zeug. Auch gut. Jede Menge Gegenstände. Her damit. Das sieht mir nach einem weiteren Kampf aus. Da mal wieder die Flüssigkeit. Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Stasefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. Das ist die Frage, warum sind sie da drinne? Grüne Glyphe. Die Daten dieser Glyphe sind in Form eines Stammplatte-Diagramms strukturiert, das möglicherweise einen Philosophendisput. Ach ne, das hatten wir schon mal gescannt. Irgendwann vorzulesen. Das ist ja halt bekannt. Und da sind jede Menge Kisten. Sieht so aus, als wäre es auch anbedacht, hier mal noch ein bisschen gegen Relikte zu kämpfen. Oder gegen andere. Nö, sonst gibt es hier drinnen nichts. Ich habe aber hier eben doch noch eine Leitung sehen können, genau. Eine Leitung, die da hinten anfängt. Und die durchgeht bis da drüben. Ah, sollte es einfach nur Hinweis dafür sein, dass da die Glyphe hängt. Vielleicht. Ja.
Gut. Dann aktivieren wir mal den Monolithen. So. Erschlüsse am Code von Fehlen der Glyphen-Information nicht möglich. Scannen Sie die Umgebung auf Glyphen. Okay. Suchen wir nach diesen Glyphen. Das wundert mich jetzt hingegen. Ach da. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Glyphen. Magnitudenglyphe. Die Daten dieser Glyphe enthalten eine mathematische Struktur für die einfache Beschreibung von Raum, Zeit und Distanz. Der Schöpfer dieser Glyphe scheint mit der häufigen Nutzung dieser Strukturen gerechnet zu haben. So, jetzt aber. So, Doku spielen. Die Reihe hat nichts doppelt, die Reihe hat nichts doppelt, die hat nichts doppelt, die hat nichts doppelt, die nix doppelt, die nix doppelt, die nix doppelt, die nix, doch die doppelt. Mist. Die nix doppelt, die nix doppelt. Müsste, glaube ich, stimmen. Mist, was hat gefehlt? Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe. War offensichtlich nicht korrekt. Ja, ich weiß gerade noch nicht, woran der Fehler lag. So, nochmal. Hier oben, das da darf nicht doppelt sein. Hier. Kann es das hier sein? Und hier das. Hier darf es das sein. Das da und das da darf es nicht sein. Dann wäre das zum Beispiel das hier, was sein darf. Das darf hier aber nicht sein. Das auch nicht. Auch nicht. Deshalb darf das hier unten nicht sein. Okay. Dann das dort. Das hier. Und jetzt ist doch in jeder Spalte. Ah ne, warte, hier ist es ist noch doppelt. Jetzt hat. Ist es aber nicht mehr doppelt. Sag mal. Ach, verdammt, ich habe die linke Seite vergessen, noch das andere Symbol reinzumachen. Ah, Mist. Warte mal. Auch mal besser da drin. So.
Also wenn ich es jetzt irgendwo verkackt habe, soll es ja jetzt mal stimmen. Wo habe ich es verkackt? Ich habe es jetzt nicht gesehen, ey. Ah, das ist doch, ärgert mich doch jetzt gerade zu Tode. Entschlüsselungs-Override. Das benutzen Sie einen Schlüssel zur Reliktentschlüsselung, um diese Konsole zu übernehmen. Wo kriegt man den Dieb bitte her? Ach ja, das ärgert mich jetzt. Also, keine Spalte und Zeile darf das Ding doppelt beinhalten. Das heißt, hier darf das nicht sein. Das darf ebenfalls hier nicht sein. Das heißt, es bleibt noch das hier und das hier. So. Hier darf dementsprechend weder das sein, noch das sein. Das und dass das andere nicht sein darf, muss hier das sein. Die Spalte ist noch leer. So, in der Spalte darf es das nicht sein und das Anfängliche, das heißt, es muss hier entweder das oder das sein. Das hier nehmen. In der Spalte darf es das andere Krams nicht sein. Da könnte es zum Beispiel das sein. Und dann bräuchte ich hier hinten noch das Symbol zum Abschluss. Das würde momentan noch funktionieren, wenn das hier was anderes ist. Und das hier. So viele haben wir aber, glaube ich, nicht. Dementsprechend funktioniert das hier nicht. Das hier auch nicht. Dann sollte das hier vielleicht eher das sein. Ja, nee, das darf es nicht sein. Muss es das sein? Nee, das darf es ja auch nicht sein. Moment. Da wieder das Symbol noch. Ich habe nur 4 Stück zur Auswahl, das heißt, das hier muss das sein. Und das letzte dieser 4 Symbole ist damit das hier. Dann ist in dieser Reihe das hier doppelt. Funktioniert also auch schon mal gar nicht. Es müsste hier das hier sein. Das darf nämlich auch hier nicht doppelt sein. Und dann kann hier nur noch das sein. In der unteren darf das hier nur das sein. Aber dann kann das hier sein. So, damit ist auch diese Reihe richtig. Diese Reihe ist soweit fast richtig. Jetzt fehlt nämlich der Schluss. Der müsste aber hier dieses Zeichen sein, weil es keine anderen gibt. Und dann haben wir also hier noch das Zeichen. Und hier müsste es das Zeichen sein. Und das ist ebenfalls einmalig alles. Und einmalig alles. Geht doch. Wir müssen die Monitore beobachten und... Scud! Verscuddete Sterne! Was? Wir sind... Wir haben... Pathfinder Rider von der Andromeda-Initiative. Ich komme aus einer anderen Galaxie. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Noch mehr Aliens, die aus dem Nichts auftauchen? Und Jarl? Erinnert sich keiner von Ihnen daran, dass Sie eingefroren wurden? Eingefroren? Was soll das heißen? Wir haben an dem Monolithen gearbeitet und dann sind plötzlich Sie aufgetaucht.
Sie sollten nach Palav zurückkehren. Kieran wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Sie haben vielleicht recht. Oh, ich habe das Gefühl, mein Kopf wird gleich zersprengen. Wir sollten sicher gehen, dass Sie die Station erreichen. Niemand kann sagen, ob Sie nicht noch unter irgendwelchen Nachwirkungen leiden. Na dann, zu Kieran Dells zurückkehren. Dieser Sam in Ihrem Kopf. Wie ermöglicht er es Ihnen, mit den Relikten zu interagieren? Sam unterstützt mich mit Analysen und Übersetzungen. Unter anderem. Es ist kompliziert. So kann man es auch ausdrücken. Irgendwie erklärt das jetzt aber nicht, warum da so unglaublich viele Medikits und Nachführstationen noch waren. Jetzt hätten mit den Relikten sich einen Fight von 2 Stunden liefern können. Der Mako wäre hier durchaus trotz alledem praktisch. Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein. Hat's uns doch schon gesagt. Eieiei, Pathfinder. Gedächtnis wie ein Sieb. Oh, noch ein Behälter gefunden. Guck mal. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch einfach nur an der Müdigkeit liegen. Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben, bevor wir eingefroren wurden. Sie sahen wie die da bei Ryder aus. Es waren Turianer? Wieso unterhalten Sie und Torva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben. Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Und vergessen Sie nicht, mit Torva über diese, wie haben Sie sie genannt, Turianer zu sprechen. Yay, Stufenaufstieg. Und, ja, anscheinend Meetingraum kontaktieren. Ein Hoffnungsschimmer. Beseelung von Vuelt. Aber wir sind nicht auf Vuelt, wir sind auf Havel. Und anscheinend sind die Turianer unter Umständen hier abgestürzt. Oder zumindest in der Nähe. Und dann würde ich sagen... Ja, das... Wie auch immer ich das jetzt anstellen will, auf die Tempest zurückzukehren, da werde ich eigentlich ja gerade hingeführt, passt eigentlich auch ganz gut. Dann können wir nämlich mal ein paar Sachen noch freischalten und freikaufen. Rang 6 braucht 6 Punkte, richtig? Mist. Hilfssysteme. Waffen, Gewichtskapazität, plus 40. Brauche ich nicht wirklich. Erhöht die Primer-Rate für Kombo-Detonation bei Schusswaffen, Nahkampfangriffkräften und Konstrukten bei Angriffen, die nicht unmittelbar zu einem Primer führen. Dauerhaft Tech,
Deckwirkungsradius. Verkürzung. Offensive Tech ist jetzt vielleicht interessanter. Auch nicht so richtig. Dann warten wir mit den Punkten einfach mal noch kurz. Über den kann ich auch nicht richtig was machen. Das machen wir dann später. Holen wir uns erstmal noch Informationen. Kieran würde sich gerne weiter über Havals Verfall unterhalten. Wenn Sie Zeit haben, sollten wir mit ihr sprechen. Sie sagten, Sie hätten im Dschungel Turianer gesehen. So heißen Sie also. Das wussten wir nicht. Wir wollten nicht, dass Sie uns sehen. Ich glaube, Sie sind hier abgestürzt. Die Turianische Arche? War es ein großes Schiff? Ich habe kein Schiff gesehen, sondern nur einige Trümmer. Ich gebe Ihnen einfach den Navpunkt, dann können Sie selbst nachsehen. Wir können uns später weiter unterhalten. Ich werde hier sein. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havarl ist krank. Es hat hier begonnen, mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Aber es gibt hier so viel Leben. Ihr Gewölbe muss also funktionieren. In gewisser Hinsicht vermutlich schon. Aber die Monolithe verbreiten die Anweisungen des Gewölbes über den gesamten Planeten. Und da nur zwei von dreien aktiv sind, geraten die Anweisungen aus dem Gleichgewicht. Und somit auch das Leben hier. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havarl stirbt. Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber Sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte. Und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Ja, okay, dankeschön, dankeschön. Gehen wir jetzt mal nochmal auf die Tempest und dann haben wir auch schon wieder überzogen. Bei dem Spiel verliere ich einfach komplett die Zeit aus dem Raum. Wir verlassen jetzt Havarl. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. So, dann benutzen wir mal die erste Videokonferenz. Ezra wartet auf Ihren Anruf, Pathfinder. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Wissen Sie, Costa, Pokern hat seinen ganz eigenen Reiz. Ich spiele trotzdem nicht mit Ihnen. Ich schon. Wirklich? Sie scheinen gar nicht der Spielertyp zu sein. Wieso denn? Nur weil ich mehr Studienabschlüsse habe als Sie, Finger? Das Gefecht ist eröffnet. Okay, Doc. Dann los. Bin ja mal gespannt, wer von den zwei gewinnt. So, also. 1 von 20 Vorteile. Da kam jetzt noch ein Vorteil dazu. Ups. Abbrechen.
Innovation. Erhöht die Verbesserungsslots bei allen Forschungsprojekten um 1. Ha. Richtig, weil wir jetzt auf Haval waren. Dann kommen noch ein paar Vorteile hinzu. Okay, und dann gibt es eine Belohnung zum Abholen. Eine Reihenlieferung. Ich habe jetzt aber nicht angezeigt bekommen, wie viel das wäre. Würde ich sagen, erweiterte Feldanalyse. Weil die Forschung halt hier mir am Schluss auch noch Gegenstände freischaltet. Das ist echt schwierig, sich hier zu entscheiden, was man denn als erstes holen soll. Wird vielleicht versteckte Lager holen. Oder halt bessere Preise beim Kaufen und Verkaufen von Objekten. Finanzielle Infrastruktur. Ach, was soll's? Infrastruktur, hey damit. Sind 500 Credits. Ja, und es sind doch schon einiges an Ressourcen, die man kriegt. Könnte mich jetzt eigentlich mal noch um die ganzen Forschungspunkte kümmern und gucken, dass ich noch ein bisschen was zusammen geforscht bekomme. Vor allen Dingen hier, fast 2000. Ja, ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal hier ab und kümmern uns um den Rest im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin, sayonara.